In diesem Video sprechen wir ein bisschen über das Gift der schwarzen Witwe, genauer gesagt über eine Komponente aus dem Gift der schwarzen Witwe, und zwar über Latrotoxin. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie geht's euch? Latrotoxine sind ja die wichtigsten Bestandteile des Giftes der schwarzen Witwe. Also die wichtigsten Bestandteile, ne? Unter Anführungszeichen. Diese Latrotoxine sind Proteine, sie wirken als präsynaptische Neurotoxine und verursachen eine Freisetzung von Transmittern. Kurz mal zusammengefasst. Wenn ihr mehr über das Gift der schwarzen Witwe lernen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung nach. Dort ist ein Link, der führt euch zu einem anderen Video, das ich publiziert habe. Und dort erkläre ich dann ein bisschen genauer, was es mit dem Gift der schwarzen Witwe auf sich hat. Nun hat man 2012 eine interessante Studie veröffentlicht, bei der man herausgefunden hat, dass die Latrotoxine an ihren C-terminalen Domänen Ähnlichkeiten haben mit Proteinen, die man in manchen Bakterien gefunden hat. Ja, also die C-terminale Domäne, das müsst ihr euch so vorstellen, wir haben so ein Protein und das besteht aus mehreren Untereinheiten und die bezeichnet man als Domänen. Diese Bakterien parasitieren verschiedene Arthropoden oder sind Endosymbionten, also man nennt sich da der Definition, die ist ein bisschen schwammig diesbezüglich, aber auf jeden Fall haben diese Bakterien jetzt die Fähigkeit, ihre DNA abzugeben, sodass diese in das Erbgut ihres Wirtes eingebaut werden kann, wenn man es mal ganz stark vereinfacht ausdrückt. Ja, und das bezeichnet man in der Fachsprache eben als lateralen Gentransfer. Also man vermutet es, man hat es nicht herausgefunden. Herausgefunden hat man nur die Ähnlichkeiten zwischen den bakteriellen Proteinen und den Latrotoxinen. Und daraus resultierte eben jetzt die Vermutung, dass der Ursprung der Latrotoxine offensichtlich Bakterienproteine sein können und die eben über diesen lateralen Gentransfer in die Arthropoden gelangt sind. Im Laufe der Evolution wurden diese Proteine dann natürlich immer wieder modifiziert und angepasst, wodurch die Latrotoxine zu dem wurden, was sie heute sind, nämlich ein verdammt wirksames Spinnentoxin. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn es euch interessiert hat, zeigt es euren Freunden, teilt es bei euch auf Facebook oder WhatsApp oder wo ihr halt unterwegs seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch diese Themen interessieren, abonniert jetzt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.